Wunderschönen guten Tag zu einer kleinen Mod-Vorstellung heute hier bei einem Class Axos 330 von wem war der jetzt? Jetzt habe ich nämlich die Seite gerade weggedrückt. Das ist natürlich ganz sinnvoll bei einer Mod-Vorstellung, wenn man die Mod-Seite wegdrückt. Ist schon ein bisschen länger auf Mod-Hoster. Ich habe mir jetzt gedacht, ich werde den mal kurz vorstellen. Und zwar ist der vom Matti 7766. Der hat hier einen Class Axos 330 gemoddet mit ein bisschen gebrauchteren Reifen. Die sind einfach schon mal benutzt, die sind gefahren und schauen ziemlich gut aus. Er hat ein bisschen eine IC-Steuerung mit reingenommen, was ich ziemlich cool finde. Und wie man hier sieht, auch noch die Pflegebereifung. Was er leider nicht drin hat, sind Hydraulic Hoses, also die Anschlüsse. Das ist ein bisschen schade, aber das werde ich mir gegebenenfalls noch selber reinbauen, wenn es dann soweit ist. Ansonsten, hocken wir uns mal rein in die gute Stube. Jetzt mache ich nur mal meinen HUD wieder an und dann gucken wir hier mal. Spiegel hat er. Ansonsten. Ja, ein bisschen verdrehtes Lenkrad. Ja, ganz leicht verdreht. Ist aber jetzt auch nicht so wild. So, wir haben IC-Steuerung. Das heißt, wir können den Vorderlenker ein- und ausklappen. Das machen wir jetzt mal kurz. Schauen wir hier. Genau, jetzt fährt der aus. Und ja, die rechte Tür können wir öffnen. Die linke Tür können wir öffnen. Und das Heckfenster können wir auch öffnen. Und dann können wir noch die Rundumleuchten ein- und ausklappen. Ich habe sie jetzt gerade eingeklappt. Jetzt klappt man die mal aus. Die Beschriftung ist, glaube ich, leider falsch rum, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ne, passt. Ist richtig rum. Alles in Ordnung. Genau. So, lassen wir das gute Stück mal an. Ja. Ganz guter Klang eigentlich. Eben ein kleiner Traktor, der jetzt eher so ja, für kleinere Höfe natürlich gedacht ist. Aber eben trotzdem mit Frontladerkonsole hier, dass wir auch ein bisschen Ballenladen oder ähnliches können. Ja, und ansonsten nicht viel mehr an Funktionen. Licht ist ordentlich gesetzt. Richtig ordentlich gesetzt, muss man wirklich sagen. Ja, ein bisschen tief vielleicht, weil es in der Brille drin oder in dieser Motorhaubenblende drinnen steckt, aber okay, das kann man mal hier beiläufig erwähnen. So, dann haben wir hier noch 5 und 6. Machen wir hier mal Disco an, beziehungsweise die komplette Beleuchtung. Okay, die Rundumleuchten schauen eher bescheiden aus. Da ist irgendwie was zu groß geraten. Die. Ja, das schaut jetzt nicht wirklich toll aus. Jetzt muss ich mir mal schnell hier einen. Nehmen wir den einfach schnell. Denn. Mal schnell schauen, wie es beim Originalen aussieht. Nicht, dass ich einen Schmarrn erzähle hier und das eigentlich beim Original. Nee, genau. Beim Original sieht das definitiv anders aus. Und. Definitiv besser. Ja, also da könnte man noch mal nacharbeiten. Über kurz oder lang wäre das nicht schlecht. So, jetzt springen wir mal noch in den rein und schauen uns hier mal ein bisschen um. Wie gesagt, er hat hier eben Pflegebereifung drauf, sehr schmal und perfekt zum Spritzen, beziehungsweise beim Spritzen eben um nicht zu viel Frucht zu kaputt zu fahren. Ansonsten hat er natürlich die gleichen Funktionen wie der andere auch. Die Frontladerkonsole kann man ein- und ausblenden über die Taste 6. Über die Taste N kann man die Reifen wechseln. Und hier eben entweder Pflege- oder Normalbereifung drauf tun. Ansonsten ganz normal 5 und 6 Arbeitslicht und über F natürlich die normale Beleuchtung. Blinker hat er auch. Der ist auch gut gesetzt. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, auf jeden Fall. Machen wir mal einen Warnblinker an, dass wir auch die andere Seite sehen. Ja, das passt alles.
alles in Ordnung. So sollte es sein. Ja, texturtechnisch an ein paar Stellen etwas grisselig, aber okay. Wie gesagt, das ist, ihr wisst es, bei mir ist das jetzt nicht so der Hauptkritikpunkt. Wenn jetzt da ein bisschen verkrisselte Textur da ist, man könnte da jetzt ganz nah hingehen und das Ganze ganz genau anschauen. Aber, ups, ne, so und so, ja, so, super. Jetzt bin ich 2 Zentimeter davor und sehe, dass die Textur irgendwie so ein bisschen grisselig ist. Bringt mir überhaupt nichts, weil ich fahre meistens in der Entfernung, beziehungsweise wenn ich mich reinhocke, in der und ganz ehrlich, in der Entfernung schaut das Ding absolut sauber aus. Kann man nicht sagen, das Grün könnte noch ein bisschen reiner sein, also dass hier einfach nicht so, ja, so Farbverläufe drin sind. Was mich aber eher stört an dem Traktor, was ich nicht so cool finde, wenn ich hier vorne hinlaufe, sollte ich eigentlich gestoppt werden. Ich kann da durchlaufen. Da ist keine Kollision verbaut. Warum auch immer. Die einzige Kollision ist die Fahrzeugkabine und die hinteren Reifen. Aber vorne ist aus welchem Grund auch immer keine Kollision verbaut. Das finde ich ein bisschen schade. Das gehört definitiv noch behoben. So, aber ansonsten fahren wir mal noch eine Runde hier über den Hof. Gucken wir mal, was er so fahrtechnisch macht. Gut, mit Lenkrad ist das sowieso immer relativ. Da merkt man nicht allzu viel, ob das jetzt gut oder schlecht ist. 51 km/h. Er schiebt ein bisschen über die Vorderachse bei 51 km/h. Aber es ist auch irgendwie logisch. Also so eine Kurve würde jeder Traktor rutschen und das massivst. Nee, ansonsten passt es eigentlich alles hier ziemlich gut. Jetzt mache ich mal hier das Licht aus. Nee, alles ganz gut soweit. Jetzt wird mich nur noch eins interessieren, ob der Modder insoweit. Na, scheiße, jetzt habe ich hier keinen Feldweg. Ah, da ist ein Feld. Ein geackertes Feld. Das ist sehr gut. So, genau, machen wir mal N an. Ja, leider nein. Also die Fahrspuren bleiben dieselben, egal ob breite oder schmale Reifen drauf sind. Okay, und damit würde er dann doch ganz schön leicht auf der Hinterachse. Ja, da ist, glaube ich, ja, da fängt dann ein bisschen das Rutschen an. Also an der Fahrdynamik beziehungsweise an den Feinheiten der na, Fahreigenschaften könnte man noch mal arbeiten. Das ist jetzt nicht ganz so optimal, aber auch nicht schlecht. Also er ist definitiv fahrbar. Jetzt fahre ich mal kurz noch eine Runde hier mit Lenkrad. Ja. Soweit eigentlich alles ganz okay. Genau, also wie gesagt, ganz coole Geschichte, gerade mit den Pflegereifen natürlich eine sehr nette Sache. Und ja, von dem her glaube ich ein ganz brauchbarer Traktor für kleinere Höfe. Wir schauen mal kurz in den Shop noch und gucken mal, hier haben wir den Class Axos 330, 53.500 € und ja, das war's an Informationen, leider. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn sowas einfach nie drin oder nicht drinnen steht, nicht reingeschrieben wird in diese ganze Moddesk. Das ist ärgerlich. Deswegen, ja. In der Beschreibung steht leider auch nicht wirklich, was der für eine Leistung hat. Kann ich euch nicht sagen. Es ist ein Class Axos 330. Ja, leider nicht wirklich mehr Infos. Ich könnte jetzt schnell mal in der XML schauen, aber es bringt euch jetzt auch nicht allzu viel. Das dauert jetzt zu lange, das nachzuschauen. Wie gesagt, sowas ist immer schade, wenn man da einfach die Leistung nicht mit dazu nimmt. Ich weiß jetzt auch nicht, was ein 330 an Leistung hat. Ich schätze ihn jetzt mal irgendwo in den Bereich zwischen 90 und 140 PS. Von der Größe her oder vielleicht 160 PS, aber das ist eigentlich schon zu viel.
Ja, das ist immer ein bisschen schade. Schauen wir mal, was da noch kommt, eventuell in einer V2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß mit dem Mod und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.